Was versteht man unter dem Betriebsrat? Fragezeichen. Nun, das ist eine einfache Frage und die Antwort ist auch sehr kurz. Der Betriebsrat ist die Vertretung der Arbeitnehmer. Und vielleicht ergänzen wir noch, weil die Antwort, wie gesagt, so kurz ist, die wesentliche Rechtsgrundlage für diese Art der Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Der Betriebsrat kann also bei vielen, vielen unternehmerischen Aspekten und Fragen im Betrieb, kann er mitwirken und mitbestimmen. Die Rechtsgrundlage ist das berühmte Betriebsverfassungsgesetz. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.